Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Format, das ich schon lange geplant hatte und jetzt dann endlich mal umsetzen kann. Und zwar seht ihr hier von wegen neues Format erstmal ein altes, den Fußballmanager 13. Und hier habe ich mir überlegt, da jetzt wieder die Transferperiode ansteht, halte ich euch ab und an auf dem Laufenden und präsentiere euch die neuesten News aus der Fußballwelt und ein paar Gerüchte hinterhergestreut, was so momentan heiß diskutiert ist und eventuell passieren könnte. Jeden Tag wird es, denke ich mal, nicht kommen, da auch nicht jeden Tag so viele neue Wechsel und Gerüchte zustande kommen, aber wenn ich genug auf meinem Zettel gesammelt habe, dann mache ich mich immer ans Werk, wenn die Zeit dann passt. So viel dazu, ich denke, dann können wir auch direkt mal starten. Und zwar bräuchten wir dafür jetzt einen Verein, den wir suchen. Hopp. Genau, Hannover 96. Trainer Mirko Slomka ist ja nicht mehr und Hannover hat genau heute vor ein paar Stunden den Nachfolger bekannt gegeben. Es wird der Herr Korkut oder wie man den auch immer ausspricht. Er ist 39 Jahre jung und bekommt bei Hannover einen Vertrag bis 2016. Ja, zu seinen Stationen. Er war zuletzt Co-Trainer bei der Türkei. Und davor jeweils bei der U19 von Stuttgart und Hoffenheim. Und ja, was kann man erwarten? Man weiß es nicht, aber ich denke, da er früher viele U-Mannschaften gespielt hat, wird das ein Spieler sein, der vor allen Dingen auf junge Spieler setzt, was eigentlich jetzt kein großer Unterschied zu Slomka ist. Er hat eigentlich auch ein paar Junge rausgebracht, sonst wären Zieler nie ins Tor gekommen. Und ja, Prip hat immer reichlich gespielt. Ja, Hoffmann hat ein paar Einsätze bekommen. Bittencourt hat ein paar Einsätze bekommen. Also es ist keiner, der nur auf alte Säcke gesetzt hat. Was ich eh schade finde, dass der Slomka gehen musste, ist eigentlich mit dem Kader hier, das ist jetzt nicht so prickelnd. Und wenn die Spieler keine Leistung abrufen, dann war's das halt, ne? Wenn man nichts zum Nachschießen hat, wenn hier ein paar sich verletzen, dann ist halt Ende, ne? Irgendwann hat der Kader seine Grenzen erreicht und er hat die aus dem Nichts zu einer eigentlich relativ annehmbaren Mannschaft gemacht und da was geformt. Naja, was soll's? Ich habe leider da nicht das Sagen. Nun, so ist das Fußballgeschäft nun mal. Ich denke, was den Hannoveranern fehlt, ist ein Ex-Spieler. Mal gucken, ob man den finden, der auch mal bei Berlin war, aber so ein Spieler braucht halt eine Mannschaft. Nam, 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 nam. Haben wir den hier irgendwo? Sieht nicht gut aus. Doch. Der Spieler ist Hannover so ein bisschen abgegangen, so ein kleiner Drecksack, der einfach mal dazwischen haut und Zeichen setzt. Der jetzt nicht spielerisch das Beste ist, aber da ist man mal. Da ist. So einer fehlt denen. Ja, ansonsten gehen wir zum nächsten über. Und die nächste Nachricht beschäftigt sich mit einem ebenfalls Ex-Bundesliga-Spieler, der nach Spanien gezogen ist. Hier haben wir schon. Und zwar wird er von Metalist Kharkov, heißt der Verein, wird er verliehen für 6 Monate nach Atletico Madrid, wo auch Diego mal war, wo mal Falcao war und hat dort auch der Verein hat dort die Chance auf eine Kaufoption. Hier sehen wir jetzt nochmal Bayern München, 9 Millionen damals. FC Neapel, Metalist Kharkov. So.
Dann kommen wir zur zweiten Bundesliga. Da gibt es auch ein Gerücht. Und zwar suchen wir da mal die Mannschaft. Geht bestimmt schneller. Der erste FC Köln. Und hier, wo haben wir den denn? Ist er so? Da ist er doch. Der Name, ey. Fritz Bilko, ist bei Köln so ein bisschen unzufrieden diese Saison, kommt da nicht zum Zuge so richtig, wie er sich das vorstellt, und würde gern zurückwechseln zu seinem Ausbildungsverein. Mal gucken, genau, haben wir hier auch drin, wunderbar, zu Arminia Bielefeld. Die Gerüchte sagen, das ist zu 92% sicher, also ich denke mal, der Transfer dürfte dann so gut wie in trockenen Tüchern sein. Was uns zu einer Nationalmannschaft bringt. Ja, zur deutschen Nationalmannschaft. Und zwar gibt es rund um die deutsche Nationalmannschaft, die ja ohnehin schon viele klasse Spieler hat, könnte eventuell bald eine Alternative dazustoßen, den wir alle, denke ich, kennen sollten. Vor allen Dingen unsere Berliner Fans hier. Genau, Raphael. Momentan bei Gladbach diese Saison 17 Saisonspiele, 9 Tore und 4 Vorlagen. Und er hat in einem Interview geäußert, dass er wieder mal, damals auch schon bei Hertha hat er das gehabt, Interesse hat, für Deutschland zu spielen. Da sieht er auch größere Chancen als in Brasilien, wo er, oh Gott, seine Dribblings und so nicht ganz so gut sind. Also seine Dribblings zu schlecht. Er kann schon dribbeln, aber es ist noch nicht genug für die ganzen Ballzauberer, die da rumlaufen. Und ja, er hätte halt Interesse, auch mal für Deutschland zu spielen. Was halte ich davon? Ganz ehrlich, ich mag Raphael, aber ich glaube, es wäre jetzt nicht das Beste in dem, in der, ja, in der Mannschaft dann zu spielen. Da hat er bestimmt nicht so große Chancen. Vor 3 oder 4 Jahren kam das Gerücht schon mal hoch, als er bei uns war. Ist aber schlimm. Als er bei uns war. Da hätte ich gesagt, Nationalmannschaft, jo, da hätte man ihn noch gebrauchen können, statt so eine Flitzpiepe wie Neville und Co. Aber jetzt Götze, Reus, Schweinsteiger, Özil, Gündogan, wir haben lauter spielfreudige Spieler in den Reihen, in den deutschen Reihen, Traxler, Pipapo. Und ich weiß nicht, ob er da viel zu einsetzen kommt. Weiter geht's in die Bundesliga, bleiben wir mal, und zwar ein Dauerreservist möchte gern weg, und zwar wieder zurück nach England. Und das Gerücht hat momentan nur eine 32%ige Wahrscheinlichkeit, aber die 32%, oh Gott, was ist los? 32% steigen, das war der falsche Verein. Natürlich, Vorbereitung ist alles hier hochprofessionell, aber ist ja das erste Mal, wir lernen noch. Irgendwas mit City war es halt. Stoke City hat Interesse an dem guten Mann, der sich Robert Huth eventuell bei anschließen könnte, Sean Kroos, Arnautovic, ein paar Bekannte haben wir ja aus der Bundesliga hier. Und ja, mal schauen, was daraus wird. Hamburg brauchen ja eh nicht mehr den Guten. Ich finde ihn nicht so schlecht, wie er dargestellt wird. Ich denke, er hat das Potenzial, ein solider Verteidiger zu werden. Dann haben wir noch das momentan heiße Gerücht, dass der gute Herr Fabian Johnson, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, von Hoffenheim eventuell weggehen könnte, und mehrere Bundesligisten sollen Interesse daran haben. Der heißeste Interessant ist Gladbach, und die Wahrscheinlichkeit für einen Wechsel nach Gladbach werden momentan auf 55% steigende Tendenz.
kalkuliert. Ja, könnte eventuell auch noch im Winter passieren, denn Hoffenheim wird, wenn er den Vertrag nicht verlängert, keine Ablöse kassieren, ist ja klar. Und von daher könnte da eventuell schon diesen Winter was passieren. Hat diese Nacht kaum geschlafen. Ich hoffe, das ist zu entschuldigen. Gehört einfach zu meiner Professionalität dazu. Unterdessen machen wir uns auf zum nächsten Mann, eventuell für die Bundesliga, und zwar ein alter, bekannter, gefährlicher Torschütze. Diesmal haben wir Hull City, Nick Proschwitz. Diese Saison bei Hull City kam er auf eine sensationelle Einsatzzeit von ganzen 25 Minuten. Natürlich kein Tor bei rumgekommen. Und ja, er ist ein bisschen unzufrieden und Braunschweig bräuchte, denke ich mal, eine Alternative zu Kumbela, wenn der ausfällt. Und ich denke, der Transfer an sich wäre sehr schlüssig, wenn das preislich einigermaßen passt. Wie Sie sehen hier, er hat schon einige Vereine in der Bundesliga und so hinter sich: Fürth, Hoffenheim, Hamburg, Wolfsburg, Hannover, dann ist er in die Schweiz zum FC Vaduz, zum Thun, dann über Paderborn wieder in die Schweiz zum FC Luzern und von dort ging es dann zu Hull City. Ja, wenn Braunschweig den halbwegs günstig kriegt, ist das, denke ich, eine gute Sache für die Bundesliga, weil der war damals in der zweiten Liga bei Paderborn, weiß ich noch. War ein fieser Möb, möchte ich mal sagen. Also das war ein kleiner fieser Gollum, der gern mal ein Tor gemacht hat. Und wenn er dann stärkere Mitspieler hat, ja gut, vorhin schon stärkere Mitspieler. Na, aber ist, denke ich, nicht das Schlechteste. Prozentzahl momentan 27% für den Wechsel. So, dann haben wir noch einen, glaube ich, auf der Liste und dann fassen wir ein paar zusammen, damit das nicht ganz so lang dauert. Und zwar, wenn ich ihn hier finde, den Spieler, ich habe die Liga mal mit reingenommen, wo ich denke, dass er ist, aber ich weiß nicht, ob es den dann gibt. Genau, da ist er. Junior Malender, 17-jähriges belgisches Talent. Kann sowohl im defensiven Mittelfeld als auch zentral und laut dem Verein, der ihn jetzt schon länger gekauft hat, kann er hier auch sehr flexibel hier spielen, was nicht eingezeichnet ist. Und ja, hier sieht man, er könnte eventuell auch in der Abwehr spielen, laut Fußballmanager. Ihr seht's, VfL Wolfsburg hatten letztes Jahr schon gekauft und hatten direkt wieder weiterverliehen an seinen Ex-Verein. Da sehen wir es nochmal. Aber Wolfsburg hätte ihn jetzt gern schon im Winter und bekommt ihn, glaube ich, auch schon im Winter. Die Werte hier sind auch einzigartig gut. Also mal schauen. Belgien allgemein mit ein paar Talenten vertreten und ja, mal sehen, was das Ganze so gibt. So, dann haben wir ein paar Gerüchte, die wir jetzt einfach mal ein bisschen runterrasseln, ohne da groß drauf einzugehen. Fabian Giefer, momentan Torwart bei Düsseldorf, aber die haben auch noch einen Rensing auf der Bank. Er könnte eventuell zum FC Schalke 04 wechseln, also ich lese jetzt einfach mit der höchsten Wahrscheinlichkeit nach unten durch. Dieser Transfer wird momentan auf 86% beziffert, also sehr wahrscheinlich und mal schauen, ob diesen Winter was passiert oder erst im Sommer. Schalke, denke ich, bräuchte auch einen Torwart, obwohl ich Fährmann nicht so schlecht finde, aber der hat scheinbar keinen guten Stand. Alexander Esswein geht laut Gerüchten zu 71% von Nürnberg weg und schließt sich dem FC Augsburg an. Lassen wir das mal so stehen. Bleiben wir beim FC Augsburg. Ein alter Bekannter, der, denke ich, noch wichtiger wäre für Augsburg. Yatchil Kou, von dem ich sehr viel halte und was ich sehr schade finde, dass der bei Wolfsburg nicht spielt. Wenn Augsburg den zurückkriegen könnte, dann wäre das schon ein sehr sinniger Transfer.
Und ja, mal gucken, ob Augsburg das gebacken kriegt, ob nur zur Leihe oder zum Kauf. Zum Kauf denke ich eher nicht, weil Wolfsburg wird den ja nicht so billig gehen lassen. Prozentzahl liegt momentan bei 48%. Ja, große Lücke, aber ich habe nur mal die wichtigsten und für mich interessantesten Gerüchte rausgeschrieben. Von daher können da ab und an mal Riesenlücken zwischen den Prozentzahlen sein. Valentin Stocker seit Jahren schon einer der tragenden Spieler beim FC Basel, neben Shaqiri damals. Wird seit knapp einem Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, schon mit der Mannschaft beziffert, die auch hier den Gerücht her ist. Und da sind wir momentan bei 44%, dass Valentin Stocker sich dem sich Borussia Mönchengladbach anschließt. Was denke ich für Gladbach ein guter Transfer wäre, weil da im Mittelfeld dann doch ab und an mal die Alternativen fehlen. Tada! Nächstes Gerücht. Ein Ex-Bundesligaspieler, alter Bekannter und ebenfalls unzufriedener Spieler, Kevin de Bruyne, mehrere Bundesligavereine sind an ihm dran, immer noch. Oder schon wieder oder überhaupt erstmal. Und es geht um ein Trio. Dortmund, wenn da noch leichtes Interesse besteht. Leverkusen und Wolfsburg. Ja, es geht da immer hin und her. Keiner weiß so richtig, was nun Sache ist. Die einen sagen, er geht zu Wolfsburg. Die anderen sagen, Leverkusen ist noch gut im Rennen. Und dann wiederum andere sagen, Leverkusen ist raus. Mourinho sagt, er soll lieber zu Atletico Madrid, die sich jetzt aber Sosa gekauft haben, weil Atletico hätte besser zum Spielsystem von Chelsea gepasst. Und Pipapo und alles ein bisschen großes Chaos. Mein Tipp, VfL Wolfsburg sichert sich Kevin de Bruyne. Momentan hat das Gerücht nur 39%, aber ich denke, dass wenn Wolfsburg ernst macht, die den auch bekommen würden und De Bruyne sicherlich lieber nach Leverkusen gehen würde, aber er würde, denke ich, sieht ja, dass in Wolfsburg ein bisschen was geht momentan, sich von ein bisschen Geld auch überreden lassen, sich Luis Gustavo anzuschließen. Und ja, dass er der Bundesliga gut tut, hat er letztes Jahr bewiesen bei Bremen. Und ich würde mich freuen, wenn der Transfer zustande käme. Genau wie der nächste Transfer. Wieder mal Gladbach. Wie ich finde, wieder mal ein schlüssiger Transfer. Warum, erkläre ich gleich. Fabian Scheer, wieder mal FC Basel, ja. Gladbach könnte doppelt bei Basel zuschlagen. Das Gerücht hat momentan nur 32%. Aber Gladbach hat in der Innenverteidigung, bis auf Alvaro Dominguez, sage ich mal, der jetzt auch lange verletzt war, relativ wenig, was damals Dante gleicht. Und dieser Mann hier, der könnte die Gladbacher Innenverteidigung auf ein neues Level heben. Sehr großes Talent, ähnlich wie Ricardo Rodriguez bei Wolfsburg. Und der hat sich jetzt wirklich sehr gut gemacht, trotz anfänglichen Schwierigkeiten. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn der gute Mann sich Gladbach anschließt, da die in der Innenverteidigung wirklich mit Raul Brouwers und Schieß mich tot, Stranzel, ein bisschen Engpass haben, um es mal vorsichtig zu sagen. Und der letzte Transfer auf meiner Liste, Bundesliga intern. Der gute Matthias Ginter von SC Freiburg. Defensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, der ist flexibel. Wechselt hier im Fußballmanager meistens zu Dortmund oder Leverkusen. Und die beiden Vereine könnten sich, glaube ich, nicht beschweren, wenn sie Ginter bekommen würden. Hier in dem Transfer ist mit 31% aber Leverkusen im Rennen. Dortmund war jetzt nicht gelistet, so weit hinten wollte ich nicht gucken, aber ganz ehrlich, bei Dortmund würde ich den lieber sehen und würde denen auch besser zu Gesichte stehen, da Matthias Sarr, oh Gott, genau, da der Sarr bei Dortmund noch nicht reif genug ist, wie wir gesehen haben, und Ginter, denke ich,
am Anfang auch mit einer Backup-Position leben würde in Dortmund und dann wieder angreifen kann in ein paar Jahren. Ja, das waren erstmal alle Gerüchte für heute. Mal gucken, wie das Format so bei euch ankommt, ob ihr demnächst weitere Gerüchte hören wollt. Ich mache das auf jeden Fall. Mal gucken, wie die Zeit ist, wann neue Gerüchte kommen. Und ja, ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Ihr könnt gern fleißig mitdiskutieren oder mir selber per Nachricht oder ihr kennt hier unten meine Seiten, auf denen ihr mich erreichen könnt, könnt ihr mir selber Gerüchte, die ihr interessant findet, einstreuen und mir zusenden und dann bringe ich die hier mit ein. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.